Hallo meine Freunde, herzlich willkommen wieder zu Happy Bar Barbecue. Heute machen wir wundervolle Bacon Cheese Onion Buns und das ist mal eine wirklich ordentliche Größe. Und wie ich das mache, das seht ihr gleich. So, hier sehen wir jetzt unsere Zutaten, die wir für die Bacon Onion Cheese Buns brauchen. Das sieht auf den ersten Blick vielleicht viel aus, ist es aber überhaupt gar nicht. Wir haben hier Frischhefe, Zucker, Salz. Ich habe mich für einen Gouda-Käse entschieden, den reiben wir später drüber. Dann brauchen wir ein bisschen Butter, lauwarmes Wasser, Mehl und ja, Bacon und natürlich ein paar Zwiebeln. Die genauen Mengenangaben werde ich euch unten in die Infobox verlinken. Und dann werden wir auch gleich anfangen, werden die Zwiebeln schälen und werden den Bacon schön knusprig anbraten. Der Bacon selber war ja schon gewürfelt, jetzt müssen wir uns nur noch um die Zwiebel kümmern. Das heißt, wir werden die schälen und in schöne großzügige Würfel einfach schneiden. So, dass wir die dann mit dem Bacon zusammen anbraten können. Dazu schneide ich das vordere und hintere Ende ab. Ich durchtrenne dann hier einmal gleich die oberste Haut, kann das Ganze dann hier mit der Schale im Ganzen abnehmen und es ist für mich die schnellste und einfachste Variante, weil dann muss ich nicht gleich wieder anfangen zu weinen. Dann teilen wir die Zwiebel in der Mitte, schneiden uns dann hier einmal ein paar Streifen und dann vierteln wir das Ganze nochmal. Wir würfeln es. Naja, so dass am Ende nachher Würfel rauskommen. Und das machen wir mit beiden Hälften. Wir haben ein bisschen Butter reingegeben. Wenn die so schön jetzt geschmolzen ist, geben wir den Bacon schon mal dazu. Und wenn der schon ein bisschen Farbe genommen hat, folgen die Zwiebeln. Die wollen wir schön glasig anbraten. Nicht zu dunkel. Ein leichter Biss wäre davon Vorteil, dass ich einfach von den einzelnen Komponenten und Konsistenzen in dem Band später noch was spüre. Wir geben das Ganze jetzt auf ein saugfähiges Küchenpapier und da kommt die Bacon-Zwiebelmischung einfach drauf und das Küchenpapier wird das ganze überschüssige Fett aufnehmen. In die 300 ml lauwarmem Wasser geben wir jetzt 15 Gramm Zucker und lösen darin unsere 25 Gramm Hefe auf. Während die Hefe sich auflöst, haben wir hier 500 Gramm Mehl in die Küchenmaschine gegeben, gefolgt von 10 Gramm Salz und 35 Gramm weicher Butter. Wir starten jetzt den Knetvorgang und werden dann nach und nach das Wasser mit der Hefe hinzugeben. Nachdem der Teig jetzt auf niedriger Stufe 5 Minuten vor sich hin kneten durfte, möchte ich mal sagen, haben wir eine wundervolle Konsistenz erreicht. Er ist wunderschön geschmeidig geworden und das ist auch genau der Zeitpunkt, wo wir jetzt den Bacon und die Zwiebeln hinzufügen. Und wir erhöhen jetzt einfach die Geschwindigkeit und werden das Ganze nochmal für 5 bis 8 Minuten durchkneten. So, nachdem wir jetzt 8 Minuten das Ganze nochmal auf etwas höherer Stufe durchgeknetet haben, sieht das Ganze so aus und wir werden das jetzt einfach bei Zimmertemperatur nochmal 40 Minuten ruhen lassen, dass der Teig nochmal schön aufgehen kann. So, jetzt werden wir mal schauen, was draus geworden ist, denn die Zeit ist rum. Wow, der ist auf jeden Fall mal richtig schön aufgegangen. Wir werden jetzt hier 6 gleich große Buns formen und dann werden wir die nochmals ruhen lassen. Wir nehmen uns hier jetzt einfach ein bisschen Teig, formen da draußen eine Kugel und rollen die schön zwischen den Handflächen hin und her. Anschließend werden wir hier mit dem Daumen immer eine Falte schlagen. Das heißt, wir schleifen die Brötchen, so dass die Oberfläche eine schöne Spannung bekommt. Und wenn man das lang genug macht, merkt man auch,
dass der Teig da immer fester wird und es immer schwerer geht. Und das ist auch genau der Zeitpunkt, wenn ihr dann eine richtig schöne Bandform erreicht habt mit einer schönen Oberflächenspannung. So schaut das Ganze aus. Und das können wir jetzt auf das Backpapier legen. So sehen jetzt hier die fertigen Teiglinge aus. Die werden wir jetzt nochmal zugedeckt für weitere 40 Minuten ruhen lassen. Und dann gehen die bei 210 Grad in den Ofen, Ober-Unterhitze. Wir werden noch eine Wasserschale unten reinstellen. Aber bis es soweit ist, decken wir sie ab und lassen sie noch ein bisschen ruhen. Denn kurz vorher werden wir sie auch nochmal mit dem Käse bestreuen. So, jetzt schauen wir mal das Ergebnis. Ja. Yeah. Dann muss ich ein Stückchen weiter weg. Das sind doch mal ein paar amtliche Buns, oder? Kennt ihr das eigentlich, wenn man bei dem Anblick selber schon ja, so unruhig wird, dass man es kaum erwarten kann, da überhaupt reinbeißen zu können? Also mir geht es gerade so. Ich hoffe, die nächsten 15 Minuten gehen ganz schnell rum, dass die Brötchen hier fertig werden. Und dann will ich unbedingt gleich mal eins probieren. Natürlich mit euch, weil ich möchte euch ja auch mal zeigen, wie super soft die dann werden und lecker die sind. Das ist eine wundervoll kleine leckere Beilage, die einfach, wenn ihr mal grillt, kann man das einfach mal dazu mit ein bisschen Kräuterbutter oder so. Das ist so ein ja, super Snack für zwischendurch, würde ich mal sagen. Schaut euch das an. Ja, wir können probieren. Ja, hier sehen wir jetzt nochmal die wundervollen, leckeren Buns. Probieren wir mal. Ihr seht ja selber, unglaublich fluffig. Richtig, richtig schöner Geschmack. Die Bacon-Stücken hast du da richtig drin. Da könnt ihr wirklich einfach eine Kräuterbutter drauf machen. Einfach so zum Grillen als Beilage. Wundervoll, richtig klasse. Leicht salzig und schön würzig durch den Bacon. Die Zwiebeln da drin geben wundervollen, geben wundervolles Kaugefühl einfach. Das ist unglaublich klasse. Schön fluffig das Ganze. Macht es einfach mal nach, wenn es euch gefallen hat. Kippt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, schreibt unten was in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Meine Freunde, liebt euer Essen, habt Spaß am Grillen. Bis dahin. Ciao.